Dort, wo alles begann. Also an der IGS Linden? Oh, bitte nicht. Schnick. Oh, Schnick. Niemals wieder. Durfte ich das überhaupt sagen? Ich glaube, damit kann keiner was anfangen. Glaube ich. Egal. Das hat niemand gehört. Du hast nicht das geringste gehört. Stimmt's? Ja, nein, Sir. Ich meine ja, Sir. Gut. Im Übrigen, ich finde es interessant, dass Private ist eigentlich, es gibt ja Skipper, Kowalski und Rico und Private. Und Private ist auch gleich, ist eigentlich kein richtiger Vorname, sondern eher ein Dienstrang beim Militär. Das weiß ich sogar mal. Boah, es gibt was. Es gibt was ich weiß. Die Welt steht still. Ja, so ein bisschen. Die Welt hält den Atem an. Ja, in der Tat. Aidaria LP, die YouTuberin, weiß etwas. Ja, kommt nicht häufig vor. Ladies and Gentlemen, das ist ein bedeutender historischer Moment. Die sonst so einfältige Aidaria wusste etwas. Ja. Schön. Aidaria IP. Wen danken Sie für Ihr Wissen? So, jetzt eine Oscar-Rede bitte. Oh Mann. Okay, lassen wir das. Hören wir auf, über Aidaria herzuziehen. Ne? Puh. Leute, hört auf, über Aidaria herzuziehen. Das ist nicht nett. So, und diesmal bitte eine richtige Runde. Nicht wieder so ein Abbruchding da. Ja, so. Das wäre nett. Hey, sie hat ein Dead by Daylight, Left 4 Dead Shirt. Stimmt, das habe ich auch. Sie hat ein Shirt von meinem Spiel. Von Bills Spiel. Wenn jemand einen Tanktop verdient mit diesem Logo drauf, dann bin ich das. Nö. Wobei, na gut. Ich will gar nicht sehen, wie Bills Brust mittlerweile aussieht. Straff wie ein Babypopo. In deinen Träumen. Nein, eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht, nee. Also meine Träume beinhalten bisher noch keine alten Männer. Oder zumindest. Und was mit Frisches? Er ist kein alter Mann. Wobei. Nein, er ist kein alter Mann. Er ist doch nicht grau. Solange wie Frisches noch nicht grau ist, ist er doch nicht alt. Sorry, musst du mich kurz. Alles gut. So. Ich sitze immer noch. Oh, ich musste mal Lichter machen. Und jetzt bin ich blind. Ich habe hier mehr als genug Licht. Buntes Licht, buntes Licht, buntes Licht. Kein buntes noch Licht. Noch mehr buntes Licht. Ah, noch mehr buntes Licht. Und da habe ich auch noch buntes Licht. Ach, und da habe ich auch noch buntes Licht. Also ich habe buntes Licht. You don't say. Okay. Time to say goodbye. Da 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 da. Also kannst du heute wohl nicht deine Revanche an den Trickster da nehmen. Wahrscheinlich nicht, nein. Wir haben ihn jetzt gleich. Wäre natürlich cool, aber wahrscheinlich nicht, nee. Tempel der Reinigung, Roter Wald. Oh nein, Sing-Sang. Die Sing-Sang-Tante. Sie singt sehr viel. Und hat eine Axt. Und mehr, eigentlich hat sie mehrere.
Wie viel extra hat sie eigentlich? Maximal 5? Das weiß ich nicht. Sie hat auf jeden Fall eine normale und dann hat sie noch eine zweite, mit der sie werfen kann. Ja, aber davon hat sie ja mehr, von den zweiten. Ja, die findet sie immer in den Spinden. Wie ich gerade erst herausgefunden habe. Ja, du warst, glaube ich, ein bisschen verwirrt, so wo sie die Axt herbekommt. Ja, in der Tat. Ich habe es dann durch Zufall entdeckt, weil ich direkt im Spind daneben war. Und sie Gott sei Dank nicht in meinen Spind angeguckt hat. Das ist, stimmt, das hier war übrigens am Freitag die Map, wo ich durch die Luke gekommen bin. Oh, nice. Da sind alle gestorben und ich bin als einziger durch diese Luke abgehauen. Ich habe die komplette Map abgesucht. Und dann durch Zufall habe ich sie gefunden. Nice. Ja, ich bin selten von aus eigener Kraft durch eine Luke gekommen. Aus eigener Kraft. Ja, meistens wurde ich hingetragen. Oh. Hier wie eine kleine drin. Prinzessin. So in der Art, ja. Princess carried you. Mhm. Okay, gleich geschafft. Noch hatte ich keinen Zusammenstoß mit ihr. Ich habe sie bisher immer nur aus der Ferne gehört. Okay, sie ist da hinten. Sie ist hinter... Da hat sich schon mal jemand dran gesetzt. Das kann sein, dass das mein Generator war. Da werde ich ihn mal zu Ende reparieren. Also es kann nur sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich schon einen angefangen hat oder... Ich weiß, dass ich zwei beendet habe. Ich glaube, einen habe ich angefangen. Mädel, dann lauf mal... Nein! Ducken hilft manchmal. Such nebenbei schon wieder die Luke. Ja. Noch hat noch nie ja noch niemand am Haken. Ach stimmt ja. Ach, Kacke. Also gibt's noch keinen Grund dafür so richtig. Ah, da bist du. Schnickt! Kurz davor. Egal. Wenn wir den geschafft haben, sind es nur noch zwei. Da ist die. Und pass auf, sie guckt genau in meinen Spind rein. Nee. Ich glaub, sie ist hinter mir her. Ja. Ich würde ja sagen, alles gut. Aber sie ist hinter dir her, deswegen. Sie ist weg. Bei mir ist sie noch. Warum steht sie direkt? Warum hat sie die Mauer geschlagen? Oh, das ging schnell. Okay, wir haben nur einen Ausgang oder sehe ich das gerade richtig? Nee, wir haben zwei Ausgänge. Oh, der andere ist gleich hier. Yep. Hoffen wir mal, dass... What up, Mac Thomas, badabababa. Stell mich... Nee, warte, du bist Nia. Du bist ja Nia, mein Fehler. Gleich. Und go. Bup, bup, bup. Wollen wir jetzt mal gehen, oder? Na, es geht darum, um die Entkommenspunkte, glaube ich. Okay. Wenn sie hierher kommen würden, meine ich, und wir dann quasi entkommen, kriegen wir noch mal extra Punkte, glaube ich. Mhm. Ich glaube, die kommt nicht. Uga, uga, uga. Okay, das
So, sie macht mit. Okay, mach mit. Hey, mach mit. Und Jano wurde. Okay, Leute, gehen wir. Ja. Ich glaube, am Ende werden wir noch kurz vorm Partyergebnis entkommen. Partyergebnis. Wow, ich hab's mal wieder, oder wir haben es mal wieder durch den Ausgang geschafft. Ja. Da freue ich mich auch. Gott sei Dank. Über. Also keinen neuen Punkt jetzt dazu bekommen, aber wenigstens auch keinen verloren. Mhm. Wieder die meisten Punkte. Was ist mit mir? Du bist halt gut. Ich bin nicht gut, das weiß ich selber. Weißt du, es würde mich ja nicht jucken, wenn ich wüsste, dass ich gut bin, aber ich bin es nun mal nicht. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Ich war in Vietnam und ich weiß, wer gut ist und wer nicht. Ich bin Bill, William Bill Overbeck. Ich war in Vietnam und bin... Punkte. Was? Ich krieg unnötigerweise diese ganzen die Punkte. Ich weiß doch nicht, warum. Ich weiß, dass du an Imposter-Syndrom leidest. Bitte was? Und nein, das hat nichts mit... mit ihr wisst schon, welchen Spiel zu tun. Okay. Among Us. Imposter-Syndrom. Ja, jetzt bin ich auf der Höhe. So, ich guck nochmal... Let's go. Ich glaube, je nachdem, wie lange wir brauchen, bis wir... Sorry, was sollst du? Nichts, ich singe nur gerade von Sing-Sang. Sing-Sang tanzt du? Ja. Da, 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 ja, genau das. Da, 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 da. So ein bisschen mehr Blues. Die singt dann Tante mit der Axt, yo. Die singt dann Tante mit der engelsgleichen Stimme. Hört sich nachher Kermit der Frosch an. Ja, so ein bisschen. Oder nach, aus Ariel, dieser komische Pelikan da. Nee. Oder? Nee. Möwe, es war eine Möwe, glaube ich. Oder? Ja, küss sie doch. Nee. Ja, wo diese komische Möwe, Seemöwe da doch auch anfängt mit. Wenn du sagst, war kein Jumpscare. Danke! Pizza, Pizza! Und gute Nacht! Gute Nacht, Seo! Bye! Bye! War nice mit dir! Schlaf schön! Schlaf schön, mein Schatz! Komm, was Süßes! Ich hab keinen Albtraum, yeah. Wie du ein Golfit verlierst! Gute Nacht! Hab ich nicht einen tollen Verlobten? Alter. Ja, denke ich mal, würde ich sagen. Er kommt extra noch zurück und sagt, yo. Okay. Angeber. Er hat es nur bestätigt, er hat es nicht selber behauptet. Das war ja meine Behauptung. Ja. Naja, Aidaria, was ich mal fragen wollte ist... Jo, schieß los. Du hast ja gesagt, du hast... Neben Spinnen auch Angst vor Zombies. Yep, panische. Aber welche Art von Zombie? Reden wir jetzt gerade von den klassischen Resident Evil / Walking Dead Zombie oder? Kann das gar nicht so genau beurteilen. Also auf jeden Fall von den klassischen Zombies, ja. Also von den menschlichen Walking Dead Style Zombie, sag ich jetzt mal. Ich glaube, davor habe ich am meisten Angst. Die halt menschlich sind, aber. Also von diesen mutierten Viechern, zum Beispiel wie bei Resident Evil. Ich glaube, das war im 4., wo dieser große, riesige Monster-Kulass, 4. oder 5.
In diesem, weiß ich, war das ein Gefängnis? Ich glaube, ein Gefängnis war das. Da drin saßen und dann dieses fette Viech da ankommt. Oder Nemesis zum Beispiel. Vor diesen Viechern habe ich keine Angst. Vom Nemesis hatte ich nie Angst. Korrekt? Nee. Also, weil ich weiß, okay, das Ding ist mutiert. Ich weiß, wer dahinter steckt. Also zumindest im Film. Und ich habe vor diesem Viech keine Angst. Genauso wie vor einigen Monster, also verseuchten Viechern da aus Teil 5 im Spiel. Wo es hier um dieses Urubos war das? Ich glaube Urubos. War das in Afrika? Ja, der Teil in Afrika. Da habe ich zum Beispiel vor den meisten Viechern auch keine Angst. Wenn es jetzt aber wie bei Walking Dead, wenn ich mir die Serie angucke oder die Telltale Games spiele, da habe ich schon wieder panische Angst vor. Und zwar sofort. Da ist mein Puls schon gleich wieder am Anschlag. Wo ich mir dann auch immer denke, so eigentlich ist das total auch Schwachsinn. Weißt du, vor den Viechern, die echt richtig ekelhaft und gruselig aussehen, vor denen hast du keine Angst, aber vor solchen lächerlichen läppischen Zombies, die langsamer sind als du selbst. So. Ja, aber ich glaube, der Grund dafür ist eigentlich relativ einfach, weil die Viecher, die übertrieben aussehen, da weißt du, dass sie nie passieren können. Bei den Zombies, die noch menschlich sind, gibt es so eine Art Möglichkeit, sage ich jetzt mal, dass die noch passieren. Na gut, selbst bei den Mutierten könnte es sein. Es könnte ja sein, dass sich die normalen Zombies, wenn es sie geben würde, dass sie sich quasi auch weiterentwickeln, dass es da auch mehrere Evolution, also mehrere Stufen gibt, wie sich dieses Viech entwickelt. Und vielleicht könnte daraus ja später auch irgend sowas Großes werden. Je nachdem, was du für Gene und Dinge halt vorher hattest. Könnte auch möglich sein, wenn man jetzt mal großartig weiterspinnt. Aber ich weiß nicht, bei Walking Dead zum Beispiel, wenn dann halt irgendwo der Arm quasi gebrochen ist und der Knochen noch komplett rausguckt, vielleicht ist es auch einfach nur blanker Ekel, aber das ist, das ist schon echt heftig. Oder weißt du, dann schleifst du die Leber mit oder den Darm, der hängt dann da alles raus und Vielleicht hast du gar nicht so sehr Angst vor den Zombies, sondern eher von ihren Aussehen. Wahrscheinlich. Okay, da steht ein Überlebender einfach so random vor einem Haken. Auf geile Tachchen. Hallo. Bist du doch, oder? Ja, das bin ich. Ich bin William. Shakespeare. Nee. Auch mal weg. Schade. Witzige Geschichte, wusstest du das? Was wolltest du sagen? Ich wollte rumalbern erzählen. Wusstest du, dass Shakespeare an der King James Bibel Übersetzung mitgearbeitet hat? Das ist die weit verbreitetste Bibelübersetzung. Kacke. Immer. Im Englischen. Wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Feinsteller. So, jetzt kannst du rumalbern. Ich war anspruchsvoll genug für heute. Ach, alles gut. Ach, obwohl, sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Wegrennen oder sich töten lassen? Okay, das ist keine große Frage. Das war geil bei Witcher 3. Reiern oder nicht reiern? Das ist hier die Frage. das ist echt cool. Reiern oder nicht reiern? War das so in einem Schnitzel. Oh, da ist er. Oi. Ja, klar, natürlich siehst du mich. Er hat nicht mich gesehen, interessanterweise. Ja. Oh, Schnitzel. Das denke ich mir auch gerade. Warum komme ich hier nicht rein? Wieso hat er mich nicht gesehen? Wieso komme ich da nirgendwo rein? Ah! Du dumme Kuh, ey. Also, ne, ich nehme gerade mich selber. Du kleines Arschloch! Alter, verpiss dich! Nee. Das lass ich doch nicht mit mir machen! Verpiss dich! So. Alter, schläg die Falle weg, ey! Krieg ich selbst bestimmt weg! Alter, ich hab den erst mit schön reingekriegt, ne? Der wollte tatsächlich vor mir, wollte eine Falle platzieren. Und ich bin einfach weggekrochen. Also hinter mir war es eigentlich eher. Damit man mich nicht heilen kann. Ey, willst du echt campen? Echt? Campt er? Wer sie eben hatte. Jetzt geht er. Ich sehe ihn noch in weiter Ferne.
Warte, ich komme dir gleich zu Hilfe. Gerade sehe ich ihn nicht, aber ich meine, er ist da hinten noch. Ah, er ist hier noch, er kommt wieder. Okay, dann repariere ich erstmal. Oh, nein, rette mich nicht. Geh, renn weiter. Run, du, such boy, dir jemand anderen. Und natürlich kommt sie mitten zu mir. Bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Und geschafft. Und natürlich sieht er mich. Oder sieht er mich? Okay, nee. Hallo, bitte vor der zweiten Stufe noch. Warte, ich helfe dir. Ja, natürlich! Schlitzel. Ihr wartet! Schlitzel, sorry. Oh. Er sitzt hinter mir. Da ist ein Tote. Nope. Getroffen, natürlich. Hier liegen Gebeine. Toll. Hm? Machen sich schön auf dem Fußboden, ne? Ja, ein Bagger. Nein, Wurmschnitzel! Ich bin am überlegen, ob ich mich so lange verstecke, bis... bis man rauskommt. Also, wenn man mir campt. Ich werde schon gerettet. Ja, ich glaube, ich wäre auch zu weit weg gewesen. Okay. Er hat mich nicht gesehen. Ich heile mich mal lieber. Heil. Oh, du warst schon zweimal am Haken. Yep. Freddy, du warst einmal also am Haken. Eigentlich war ich einmal am Haken, aber... wurde zu spät gerettet. Scheiße. Hm? Ich hab uns verraten. Du Verräterin. Du hast uns alle verraten! Ja, ich habe zumindest unsere eine Teamkameraden verraten. Töchchen. Dach. Achso. Ich hab mein Kästchen schon verraten. Ja, willkommen im Club. Und natürlich ist sie in der Nähe. Und sie kommt zu uns. Natürlich. Weg. Mhm. Und er hat mich. Hat er sie? Nope. Ah, Schnitzel. Okay, er geht. Er kümmert sich erstmal um die andere. Okay. Da ist der nächste Ausgang. Okay, da ist er. Bist du in der Nähe von dem, wo sie aufgehängt wurde, oder? Nee. Beim anderen. Okay. So, der Aufgang ist offen. Jo. Ich bin auf dem Weg. Also ich bin hier bei der... Ja, ah, ja. Da bist du. Hallo. Du müsstest mir nur einmal vorher halten. Also ich halte dich einmal vorher und... Okay. Werving-Punkte. Ja, ich weiß. Hm. Du und deine Punktesucht. Ja, ich will nur... Ne? Du willst da nur aufsteigen. Ja. Ah, ja, oh Gott. Alle so. Okay. Hey, wenn wir schon dabei sind. Vor allen Dingen, wie wir ihn hier, wie wir immer heilen, so einmal so ein bisschen massieren. Ja, ne? Mehr massieren hat schon immer geholfen. Soll ja. Wunder wirken. Ja.
So. Das passt ja eigentlich ganz gut, denn es ist 2057. Genau. Oder 58 bei mir. Ja, ich bin Stufe 13. Ich hab's auf Stufe 13 geschafft. So weit war ich noch nie. Nice. Wie geil. Das passt ja noch besser. Ja, und ich habe endlich mal nicht die besten, die meisten Punkte, Gott sei Dank. Oh, ich bin Stufe 13, auch wie geil. Jetzt muss der Shampoos laufen. Okay. Genau, dann lasse ich dich jetzt in diesem Zustand der Ekstase alleine und ja. Ja, viel Spaß bei mit der Kaya. Ja, mit Kaya dauert es noch ein bisschen. Ich werde mich jetzt einmal zu FF14 begeben. Jo, dann viel Spaß mit Aidaria Samsfote. Samsfote. Sie ist das Sams.